Philipp Rosina, 1:1 in Balingen und auch wenn euch noch der Ausgleich gelungen ist, ist kein Geheimnis, ihr wart sackunzufrieden hinterher auf dem Platz. Ja, natürlich, wir haben uns absolut mehr erhofft. Ich denke, wir hatten auch genug Torchancen, um das Spiel für uns zu entscheiden. Ich denke, Balingen hatte vielleicht ein, zwei, gefährliche Aktionen, aber so Halbchancen und ja, das eine Tor, das 1:0 spielen sie halt dann gut. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich zu einfach und ja, wir hatten sicher 5, 6, 7 richtig sehr, sehr, sehr gute Torchancen. Müssen wir schon in 1:0 führen gehen, dann am Ende ist es natürlich schwer, wenn du 1:0 zurücklegst, haben dann den Ausgleich vielleicht zu spät gemacht und ja, am Ende dann auch noch ein paar Mal gefährlich worden, aber ja, leider konnten wir das Spiel nicht mehr drehen. Ich habe es vorhin in der Moderation schon gesagt, im Grunde genommen ein Drehbuch, was wir schon in- und auswendig kennen. Man rennt an, hat unendlich viel Ballbesitz und dann kommt ein Angriff des Gegners und man liegt zack, bumm, hinten. Das muss auch für euch unglaublich frustrierend sein. Natürlich, also es ist ja nicht so, dass wir es nicht wissen. Wir haben alles genauso auch angesprochen. Wir wussten, dass sie gefährlich sind im Konter, genauso wie das 1:0 gefallen sind. Aber manchmal ist es trotzdem schwer dann zu verteidigen. Und ja, aber wie gesagt, wir hatten trotzdem genügend Torchancen, um das Spiel für uns zu entscheiden. Leider hat es nicht gereicht, aber ja, es ist eine englische Woche. Am Samstag geht es schon wieder weiter im Topspiel gegen Homburg und da wollen wir einfach 3 Punkte wiederholen. Es ist jetzt natürlich absolut verkrampfter Zweckoptimismus, aber kann man zumindest mitnehmen, dass man diesmal nach einem 0:1 Rückstand auswärts zumindest noch den Ausgleich markiert hat? Ja, es ist unterm Strich trotzdem zu wenig. Wir hätten einfach in Führung gehen müssen, haben das leider nicht geschafft. Dann musst du halt schauen, wenn du kein Tor machst, dass hinten die 0 steht. Das haben wir auch nicht geschafft und dann wird es am Ende natürlich eng. Ich denke, wenn das Spiel noch ein paar Minuten länger geht, kriegen wir sicher nochmal die ein oder andere Torchance. Vielleicht geht dann einer rein, aber ja, am Ende haben wir alles probiert, aber ja, leider die 3 Punkte wieder nicht geholt auswärts. Danke. Rafael Garcia, 1:1 in Balingen, ein Auswärtsspiel unter dem Titel, wahnsinnig frustrierend. Sehr frustrierend. Fahren wieder sehr viele Stunden nach hier, auch die Fans. Danke, dass sie so zahlreich erschienen sind. Ja, sehr bitter, wie viele Chancen wir wieder hatten. Die kommen zweimal nach vorne, machen ein Tor wieder. Ja, das ist einfach nur sehr, sehr bitter in unserer Situation. Am Ende haben wir wieder 2 Chancen, wieder ein Handspiel im Strafraum vom Gegner meiner Meinung nach. Alles sehr bitter in den letzten Wochen auswärts. Ich habe es gerade eben schon Philipp Rosina gefragt, jetzt die Frage, wie es bei dir ist, auch wenn es jetzt ein bisschen wie gekünstelter Optimismus klingt. Kann man zumindest mitnehmen, dass ihr wenigstens noch den Ausgleich geschossen habt? Kann euch das ein ganz klein bisschen Kraft geben? Also gerade gar nicht. Vielleicht morgen nach dem Spiel, einen Tag später in der englischen Woche. Aber jetzt gerade ist mir das ist der Punkt, ist scheißegal, bin ich ehrlich. Ist einfach sehr bitter, dass wir wieder nicht gewonnen haben. Ja, keine Worte dafür, ne? Matthias Georg, frustrierende Auswärtsfahrt nach Balingen. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, das Ergebnis ist mal wieder frustrierend. Das ist jetzt kurz nach dem Spiel nicht so einfach, wieder damit umzugehen, dass man wieder nur einen Punkt geholt hat, obwohl man irgendwo gefühlt 90 Minuten angerannt ist. Aber wir müssen es annehmen, so ist es im Sport. Ne? Jeder hat gesehen, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die zusammenhält, die kämpft, die bis zur letzten Minute das Spiel gewinnen will. Ja, aber es scheint wie in den letzten Spielen so ein bisschen verhext zu sein, dass wir zu viele Torchancen brauchen und auf der Gegenseite gefühlt das erste oder zweite Ding direkt reinfällt. Ne? Ja, Stichwort verhext, das ist ja das Seltsame. Bei den Heimspielen scheint dieser Fluch nicht auf euch zu lasten. Nein, aktuell scheint es so, dass wir uns an den Heimspielen hochziehen müssen, dass wir da eine unheimliche Wucht entwickeln, vielleicht auch mehr Überzeugung haben, vielleicht auch vor dem Tor das Quäntchen Glück haben, ne, und trotzdem müssen wir weitermachen. Ich glaube, so ein Spiel hätten wir vielleicht vor 2 Wochen noch verloren. Ist ja unfassbar bei einem Chancenverhältnis von 12:2, 12:3. Müssen einfach hier auswärts auch mal in Führung gehen, da kommt mehr Ruhe rein, das ist uns nicht gelungen. Trotzdem müssen wir den Punkt mitnehmen, wer weiß, wozu er noch gut ist. Und ein Riesenkompliment an alle Fans, die unter der Woche nach Balingen gefahren sind und uns unterstützt haben, wirklich grandios. Ja. Was mich jetzt doch positiv überrascht ist, wie ruhig du jetzt nach dem Spiel bist. Eigentlich, also aus Fanseele, aber auch eigentlich aus allen verantwortlichen Seele, ist das ja wahnsinnig frustrierend gewesen. Wie gehst du denn persönlich mit der Situation um? Ja, du könntest während dem Spiel die Wände hochgehen, ne? Weil du siehst, dass die Jungs immer wieder im Strafraum sind, sich immer wieder Torschancen erspielen. Ja, dann auch die letzte Szene, meiner Meinung nach ein klarer Handelfmeter. Ich muss mir noch mal anschauen, auch von oben sage ich ein klarer Handelfmeter, aber auch den bekommen wir aktuell nicht. Ja, in mir ist es natürlich schon so, dass ich enttäuscht bin. Wir hätten gerne heute den Bock umgestoßen. Ne? So müssen wir jetzt zu Hause das Topspiel gegen Homburg vor unseren eigenen Fans gewinnen.
ja, müssen dann weitermachen, müssen an die Stärken glauben, dürfen uns nicht von außen verrückt machen lassen, sondern die Mannschaft ist auf einem guten Weg und genau den Weg müssen wir weitergehen, aber dann auch irgendwann mit Ergebnissen. Ich wünsche mir ganz viel Alexander zum heutigen Spiel, zum 1:1 aus Reimers Sicht. Ja, erstmal hallo zusammen. Ich glaube, wir haben heute ein rassiges Fußballspiel gesehen. Balingen, TSG Balingen hat uns alles abverlangt. Ja, es wurde hier um jeden Meter gefightet. Ja, jeder Zweikampf war wirklich bis an die Grenze geführt von beiden Mannschaften. Natürlich haben wir vielleicht optisch Vorteile gehabt, aber ja, Balingen geht halt dann in Führung, wie es uns auswärts öfters jetzt passiert ist, dass wir dann im Rückstand nachrennen. Heute bin ich sehr froh, dass wir dann noch den Ausgleich erzielt haben. Aber insgesamt muss ich sagen, müssen wir einfach im letzten Drittel etwas effizienter werden, müssen wir die Torchancen besser nutzen, müssen wir auch mal auswärts dann in Führung gehen, öfters in Führung gehen. Ja. Und insgesamt glaube ich, unterm Strich hat sich unser Gegner heute das Unentschieden verdient gehabt. Wir waren froh aufgrund des Spielverlaufes, dass wir am Ende noch den Ausgleich erzielt haben. Vor 2 Wochen oder 3 Wochen haben wir so ein Spiel noch verloren. Und ich kann nur sagen, Mannschaft hat alles gegeben, hat alles investiert, alles reingeworfen. Und von daher muss ich sagen, kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen. Natürlich kann man jetzt sagen, ihr habt jetzt auswärts einen Punkt verloren. Aber ich glaube, die Moral, der Einsatz, das war alles okay. Man darf halt jetzt auch nicht davon ausgehen, dass wir jeden Gegner an die Wand spielen und zerlegen und sonst was. Ja, Gegner war gut eingestellt, Gegner hat, wie gesagt, sehr gut gefightet, ja, war sehr, sehr kompakt und hat uns alles abverlangt. Ja, herzlichen Dank dir, Alexander. Und auch im Namen sehr vieler Zuschauer natürlich einen Glückwunsch zur heutigen Leistung und zum Punktgewinn aus seiner Sicht zum heutigen Spiel. Alex hat schon vieles gut gesagt. Wir, denke ich, wir können mit dem Spiel sehr gut leben. Gegen eine sehr gute Mannschaft, die einfach viel Qualität hat, sehr viel Dynamik, guter Zug zum Tor. Wir haben es, finde ich, sehr gut verteidigt, waren sehr aufmerksam, haben gegen die guten Angreifer von Offenbach sehr oft, würde ich mal sagen, die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen, hatten dann auch in 1-2 Aktionen ein bisschen Glück dann, das braucht man so im Spiel auch. Was sehr schön war, finde ich, dass wir mutig waren, auch gegen Offenbach, die dann doch auch gut gepresst haben, haben wir immer wieder versucht rauszuspielen, was uns dann auch immer wieder gut gelungen ist, das ist wichtig in so einem Spiel, dass der Druck nicht zu groß wird. Und von dem her finde ich dann, dass wir dann gerade in der Phase nach der Halbzeit, in der Offenbach schon Druck gemacht hat, haben wir natürlich überragende Konter gespielt über mehrere Stationen und konnten da das 1-0 machen. Das war sehr wichtig, weil natürlich damit einfach auch der Selbstvertrauen gewachsen ist, die Offenbacher noch ein bisschen mehr Druck bekommen haben. Und ich denke, wir haben viele Dinge sehr gut gemacht. Beim 1-1 hat man dann einfach gesehen, wir haben einmal nicht so aufmerksam gewesen. Offenbach frei flanken lassen, sehr gute Flanke, genau zum Mitspieler. Und dann das 1-1, was sicher dann auch verdient war. Ich denke, am Schluss können wir mit dem Punkt sehr gut leben. Ich würde sagen, Offenbach war ein bisschen besser, aber wir können mit der Leistung sehr, sehr zufrieden sein. Und ich glaube, wir haben das alle extrem viel eingebracht haben, war ein gutes Spiel anzuschauen, viel Dynamik und wir sind mit dem Punkt froh, bereiten uns jetzt vor und bin damit ein gutes Gefühl am Samstag nach Waldorf und Alex und seiner Mannschaft alles Gute.